Das war ein Festivo von Karl Sattler. Der hat von 1871 bis 1938 in Köln gelebt und war die meiste Zeit seines Lebens Organist in St. Maria am Kapitol. Die Osterzeit kommt jetzt wirklich dem Ende zu und ja, morgen ist Pfingsten. Und falls ihr von denen noch welche zu Hause rumspringen habt, ihr wisst, was zu tun ist. Ich habe mal so in den Pfingstliedern gesucht und gewühlt und da kam ich auf das Lied Komm, o komm, du Geist des Lebens. Und ich konnte es aber in unserem Gesangbuch überhaupt nicht finden. Ja, ich habe hier eine Orgelbearbeitung gefunden von Otto Dienel und die Melodie, die kam mir ganz bekannt vor, aber im neuen apostolischen Gesangbuch ist die gar nicht drin. Und dann kam mir die Erleuchtung. Es ist im alten Gesangbuch drin. Und da war es die Nummer 125 und das heißt, komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit. Im evangelischen Gesangbuch ist es die Nummer 134. Die Melodie, die geht so. Einen Moment. So. Die gibt es in unserem Gesangbuch sicher auch nochmal, aber mir fällt nicht das Lied dazu ein. Also der Text. Falls es euch einfällt, schreibt es mal bitte unten ins Kommentarfeld rein. Am letzten Sonntag habe ich ja auf dem Harmonium was vorgespielt, unter anderem ein Stück von Leon Wellmann und das spiele ich jetzt nochmal auf Orgel, so als Vergleich. Thank you.
nicht so schlecht, oder? Könnt ihr ja unten ins Kommentarfeld schreiben, was euch besser gefallen hat, Harmonium oder Orgel. Nach Pfingsten fängt die sogenannte festlose Zeit an. Alle Hochfeste sind vorbei. Und ja, wir ziehen dann bald auch wieder in unsere Kirche ein. Ihr habt ja auch schon ein paar Bilder gesehen, wie es dann hier zugehen wird. Und wir können die Orgel dann endlich wieder live hören. Deswegen gönnen wir uns mal eine kleine Pause. Und auch der kleine Kerl hier hat mal eine Pause. Der hat nämlich jetzt genug Orgelmusik gehamstert. Zum Abschluss spiele ich noch ein fetziges Sortie von Theodore Dubois. Ich wünsche euch gesegnete Pfingsten, bis wir uns wiedersehen. Diesmal wirklich. Macht's gut. Tschüss.